Ja, mein Name ist Franz Weinig. Ich möchte heute ein bisschen über mein Leben erzählen und was ja, ich glaube, auch eine Rolle spielt. Ja, ich bin, ich komme aus Kärnten, bin geboren in Spitaler Trau. Und bin gesund zur Welt gekommen. Und ja, ich habe dazu eine Impfung bekommen, Coagulus Diphtherie Tetanus. Was ein bisschen weiter weg, ja. Ganz wichtig trotzdem. Okay, Coagulus Diphtherie Tetanus und die normale Babyimpf. Und habe ich mit Fieber reagiert und habe dann so Lähmungserscheinungen bekommen bei den Beinen, die Beine nicht mehr bewegen können. Und ja, also diese Impfung hat wahrscheinlich etwas ausgelöst in mir halt. Genau, und seitdem bin ich eben gelähmt. Das darf man gar nicht mehr ansprechen und zutage das Thema Impfung. Aber muss ich sagen, ich bin kein, trotz der Behinderung, kein Impfgegner. Man muss es halt auch schon kritisch sehen. Es ist keine Vollversicherung, eine Impfung. Aber bei Corona, da bin ich auch sehr, sehr verunsichert gewesen. Und ich habe seit meiner Kindheit keine Impfung mehr bekommen, weil eben der Verdacht war Impfung da schwierig. Und ich habe mich trotzdem impfen lassen. Und ja, ich habe es so gut vertragen. Also, ich stehe heute noch da oder sitze zumindest hier. Und das geht mir gut. Ja, ich habe dann, ja, vielleicht erzähle ich ein bisschen über meine Kindheit. Aber damals ist eigentlich neben mir sitzt die Paula, eine persönliche Assistentin von mir. Wie gesagt, ich kann Beine und Arme nicht bewegen, sehe auch schlecht, kann nicht selbstständig leben. Aber ich lebe selbstbestimmt. Das heißt, ich habe persönliche Assistentinnen, die mich unterstützt im Alltag, die Texte vorlesen, zum Beispiel, die mir aber auch in der Früh anziehen, waschen, die einen Hände durchbewegen, Pflegetätigkeiten durchführen, in den Rollstuhl setzen, zur Arbeit bringen, meine E-Mails beantworten, die ich diktiere. Texte, Kommentare schreiben, ich diktiere viele Texte. Genau, also es ist ein multiprofessioneller Job, hochqualifizierte Personen und eine haben sie heute hier, die Paula, und die wird jetzt eingedichtet. Also. Hört man mich so? Warum ich? Warum ich? Fragte ich meine Mutter. Weil sonst niemand da ist, sagte sie und drückte mir das Geschirrtuch in die Hand. Warum ich? Fragte ich meinen Onkel. Weil du so brav in der Schule warst, sagte er und schenkte mir eine Tafel Schokolade. Warum ich? Fragte ich den lieben Gott. Der sagte nichts oder ich verstand ihn nicht. Natürlich sage ich, bin schon mit meiner Behinderung aufgewachsen. Ich war damals nicht so behindert wie heute, nicht so perfekt behindert. Kann meine Beine nicht bewegen können, bin am Boden herumgekrabbelt und
Ja, und die haben mich halt dann jetzt gefragt, ich habe mit Gott gehadert, so, warum ich, warum ist das mir passiert, warum kann ich nicht herumlaufen, mit den anderen spielen, warum ist das mir passiert und warum nicht dem anderen? Der hätte das vielleicht eher verdient. Ich war eigentlich ein fröhliches Kind, bin sehr wohlbehütet aufgewachsen. Meine Mutter hat mich immer herumgetragen auf dem Arm. Aber ich war auch schon, ich kann mich auch erinnern, dass ich in der Nacht am Abend sehr traurig war und geweint habe im Bett und ja, schon sehr mitgehadert habe. Ich habe das ein Buch gelesen, das mich damals fasziniert hat. Murphy hat er geheißen, so ein amerikanischer Autor, die Macht des Unterbewusstseins. Und der hat geschrieben, dass man beten soll, dass man sein eigenes Gebet formuliert, sage ich, selbst formuliert, so dass die Willkommenheit Gottes wieder Ausdruck durch meinen Körper finden wird und dass mein Körper mich wieder an Gott mich heilen wird. Genau, und das hat mir nicht wirklich funktioniert. Genau. Aber es war es auch sehr prägend. Und ich habe auch dann noch schon noch wieder zu Gott gefunden, teilweise so, habe mich auseinandergesetzt und aber auch an das Gute begonnen zu glauben. Es waren auch vor allem meine Eltern, die mir so ein Urvertrauen mitgegeben haben. Sie waren immer da. Sie haben, also, vor allem meine Mutter hat sich sehr gekümmert. Ich habe auch die Vorteile kennengelernt, wenn man behindert ist. Am Aschermittwoch, wo niemand Fleisch essen darf, hat meine Mutter gesagt, wenn ich eine Salami essen wollte, ich meinte, du darfst schon, du kommst in den Himmel. Genau, also hat einen Vorteil, ja. Ich habe dann meine Eltern ein bisschen gequält aus heutiger Sicht. Oder ich habe so Schluckbeschwerden gehabt. Wenn ich was gegessen habe, habe ich immer 3 Bissen gegessen und dann habe ich schreiben müssen, habe ich wieder aufs Klo gekrochen und habe mich übergeben und das war oft sehr peinlich, weil also wir haben ein Unternehmen, so ein Möbelgeschäft, und wir waren oft in Restaurants essen und dann so Gegengeschäfte halt und genau, und da ist der Sohn immer mit, ich bin immer mit gewesen und genau, und das war nicht unbedingt ein gutes Bild, wenn man dann gleich wieder schreiben geht und essen. Genau. Ja, meine Eltern, ja, haben sich sehr bemüht. Sie kümmert sie mir nach Paris gefahren zu einer Ärztin. Ich habe die ganze Reise nur gespielt. Die Ärztin hat dann geraten, Marmelade zu essen, weil es noch Zucker ist und mich stärkt. Und mein Eltern war verzweifelt. Die haben gemeint, auf der Rückreise, wenn sie heimkommen, dann muss ich sofort ins Krankenhaus so künstlich ernährt werden. Aber
Da haben wir in Bayern, wenn sie mit Auto gefahren, haben übernachtet und haben bei dem Frühstück darauf, danach habe ich wieder normal gegessen und ich habe ziemlich einen Hunger gehabt. Ja, es war eigentlich psychosomatisch und dadurch gezeigt, dass ich schon damit gekämpft habe. Aber ja, das war so meine Kindheit. Ich habe immer einen Hund gewünscht. Ich habe dann keinen Hund bekommen, aber eine Schildkröte, weil die auch am Boden kriecht. Aber ich habe mich so angefreundet mit Schildkröten mein Spitzname von meiner Frau ist auch Schildkrötle. Sie ist Vorarlbergerin, aber sie meint, die schöpfen auch so aus wie eine Schildkröte, so mit dem Buckel und dem Panzer, den Kopf vorgestreckt, die Langsamkeit. Genau, aber Schildkröte sind auch sehr schnell. Man schaut einmal weg und sie sind vom Boden verschwunden. Also ich kann auch sehr schnell sein. Und was ich gelernt habe von Schildkröten, sie sind hartnäckig. Also wenn sie ein Hindernis überwinden wollen, dann kämpfen sie stundenlang und schaffen es auch. Also meine Schildkröten sind immer ausgebrochen. Ja. Wenn sie nicht oben drüber gekommen sind, über das Brett, dann sind sie, haben sich unten durchgegraben. Also, das war immer erstaunlich. Also, habe ich viel gelernt. Ja, das war so meine Kindheit in groben Zügen. Mein Gedicht. Genau. Dann würde ich noch ein Gedicht vorlesen. Wenn ich nicht wäre, wie ich bin, ich würde rennen und mich dabei selbst besiegen. Ich würde laufen über Wiesen, Felder, durch bunte Wälder, bis ich außer Atem bin. Ich würde springen, um mein Glück allen zu zeigen. Ich würde tanzen, strapazieren, auf Zehenspitzen schleichen zu dir. So sitze ich hier, träume lächelnd von dem, was wäre, wenn. Und weiß doch, dass ich nie so wunderschön träumte, wenn ich nicht so wäre, wie ich eben bin. Ich möchte vielleicht noch zur Konklusion aus meiner Kindheit sagen, es ist einerseits wichtig, war dieses Urvertrauen der Eltern, das sie mir gegeben hat, die Geborgenheit, die Liebe auch. Das ist etwas ganz Wichtiges, was man Menschen mitgeben kann, den Kindern mitgeben kann, was sie trägt. Durchs ganze Leben. Was auch sehr wichtig war, war die schulische Inklusion. Meine Eltern haben dafür gekämpft, dass ich in die Schule gehen kann. Wie ich 7 Jahre alt war, haben sie er wollte sie in die Schule, mit 6 Jahren wurde ich in die Schule gebracht, in die normale Volksschule. Der Direktor gesagt, nein, das geht nicht, der Franzi ist ja anders, der kann nicht in die normale Schule gehen, da gibt es spezielle Schulen, Behindertenschulen in Wien. Und ja, meine Eltern wollten mich nicht. Weggeben und wie dich in ein Internat geben. Und so sind sie ein Jahr wieder mit mir in die Schule gegangen und da hat sich dann eine Lehrerin bereit erklärt, das einmal auszuprobieren. Und ich habe damals einen eigenen Sessel bekommen, einen bequem ausgepolsterten und einen Teppich vor der Bank zum Hinlegen. Und in der Pause bin ich herumgekrabbelt und habe mit den anderen Kindern Wettrutsche gespielt. Ich war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, und
Es hat so gut funktioniert. Meine Mutter habe ich in der Früh eingetragen, in die Schule, nach der Schule wieder hinausgetragen. Und das gemeinsame Miteinander mit den anderen Schülern, das war für mich, glaube ich, auch lebensentscheidend für meinen ganzen Lebensweg. Und deswegen habe ich auch immer mich für schulische Inklusion eingesetzt, weil beide Seiten davon lernen können, behinderte Menschen, behinderte Kinder, aber auch vor allem nicht behinderten Kinder, dass man keine Vorteile aufbaut und oder wenn sie entstehen, dann abbaut. Genau. Und ja, dann wurde ich älter und ich habe mit 18 einen Führerschein gemacht, und das war meine große Freiheit, mit dem Auto herumfahren. Ich habe lernen müssen, ins Auto einzusteigen. Da habe ich so eigene Technik entwickelt, mich so reinzuziehen, den Oberkörper dann die Beine nachzuziehen. Und bin mir mit Gurke gegangen. Habe keinen Rollstuhl gehabt. Und habe dann studieren, ich habe die Hansa in besucht. Und danach habe ich in Klagenfurt zu studieren begonnen. Also Spital und Klagenfurt sind 70 Kilometer entfernt und ich bin jeden Tag hin und her gefahren mit dem Auto. Also 70 Kilometer hin und 70 Kilometer wieder zurück. Und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, das ist doch etwas anstrengend und ich möchte in Klagenfurt eine Wohnung haben. Und ich habe es selbst besorgt in einem Studentenheim im Studentendorf. Und es war gar nicht so einfach. Man muss sich vorstellen, dass meine Mutter hat mich in der Früh bis zur Schule immer angezogen, wieder ausgezogen, dass er war schneller ging. Und oder habe ich gebadet. Und ich habe gar nicht gewusst, kann ich überhaupt alleine leben, kann ich mich alleine anziehen, ausziehen. Also so grundlegende Sachen. Ich habe es aber gewagt, dass ich ein kleines Zimmer bekommen im Studentenheim und ja, und habe dann so ausprobiert und Technik entwickelt, wie ich mich an- und ausziehen kann. Also, dass ich zum Beispiel die Socke oder die Hose anziehen kann, wie ich vor dem Bett knie und die Hose so rüberstreifen von hinten, wie hinten nach hinten greifen können. Genau, und habe so Schienen gehabt, Stützapparate, habe ich gelernt anzuziehen. Aber ich bin am Wochenende immer heimgefahren. Einerseits die Wäsche reinbringen. Andererseits wurde ich gebadet. Im Studentendorf gab es eine Dusche, das war für mich nicht möglich. Und ich habe natürlich Essen bekommen für die ganze Woche. Auf Vorrat, genau. Habe stabiles Studentenleben gehabt. Ich war auch irgendwie extrem gescheit gefühlt, weil es ist eigentlich dumm, wenn man nach einmal Essen abwäscht, das Geschirr, das ist eigentlich vernünftig, wenn man zweimal isst und dann noch einmal abwäscht. Und dann noch besser ist, wenn man dreimal isst und einmal abwäscht und so weiter. Und ja, immer so lange, bis kein Geschirr mehr da war. Und dann ist abgewaschen und das hat auch ein bisschen schon immer so gerochen und da ist ein Geschirrtuch drüber gelegt.
Dietrich, genau. Das Thema war so klein, dass ich gar nicht umfallen haben können. Das war auch ziemlich barrierefrei für mich gerichtet. Auf der Uni bin ich mal den Kurköln spaziert. Genau, und ich habe meine Pubertät halt zu spät nachgeholt. Und habe halt, ja, da waren die Erstversuche, so Annäherung an Mädchen, an Schulstudien, Kolleginnen, dann, ich war nicht so erfolgreich. Er war ziemlich frustriert und habe mich gefragt, ja, warum ich, warum ist es, warum liebt mich keiner, bin ich nicht liebenswert? Und ich habe mich da gefragt, ob ich mich überhaupt selbst liebe und bin darauf gekommen, dass ich mich eigentlich so nicht so mag, also mit den dünnen Beinen, mit dem Buckel, klein gewachsen. Und genau, und ich habe mich damit halt auseinandergesetzt. Ich habe begonnen, Gedichte zu schreiben. Habe dann auch mal eine Idee gehabt, eine Aktion. Ich bin in ein Reisebüro im Februar, habe eine Flugreise gebucht nach Gran Canaria, Sommer und so, und bin dorthin geflogen. Ich habe niemand gekannt. Habe mich dem ausgesetzt, was ich immer vermieden habe, ist so diese Sommersituation, wo man am Strand liegt, T-Shirt ausziehen, den Körper zeigen und so. Das war mir immer, hab immer Angst gemacht, und ich habe mich dem ausgesetzt, wieder so auf diese Terrasse rausgeholt mit dem Rollstuhl. Ganz weiß mit den dünnen Beinen. Und habe ich dann auf eine Sonnenliege gelegt. Und habe mir gedacht, jetzt bist einer von ihnen. So eine Ölsardine quasi. Ja, aber es hat mir auch Selbstvertrauen gegeben, dass das geht und funktioniert. Genau, ja, und ich habe damals zu Gott gebetet, dass er mir die richtige Frau treffen lässt, dass mir die richtige eine Begegnung schickt mit der richtigen Frau. Und es gibt ja so viele Menschen auf dieser Erde, da muss es sogar einen Menschen geben, der zu mir passt. Und ja, tatsächlich hat mir Gott jemand geschickt. Und meine Frau, die Judith, die hat damals in Wien studiert, war auf der österreichischen Schülerschaft tätig und hat Jus studiert, und sie hat in der Furche ein Gedicht von mir gelesen, warum ich glaube, das haben wir schon gelesen, oder? Genau, das habe ich gerade gelesen. Und und sie gedacht, sie hat eine Veranstaltung gemacht, barrierefrei studieren. Sie hat gestern schwerbehindert, und hat sie ein Auto gebraucht. Und hat gedacht, den könnte ich einladen. Genau, und hat mich angerufen. Und eingeladen, zu einer Lesung zu kommen nach Wien. Und das wurde ja zum Verhängnis. Ja. Genau. Es war gar nicht so einfach, sie zu erobern, quasi. Sie hat
Nicht, was die Menschen Behinderungen zu tun kommt. Sie war schon sehr angetan von mir, genau. Aber sie hat nicht gewusst, ist es Liebe oder ist es Nächstenliebe? Ich habe es auch nicht genau gewusst, weil sie mich, also von mir war es schon klar, aber sie mich, ich habe sie gebeten, dass sie mir Wien zeigt und ich kenne das ja, habe das ja nicht gekannt. So. Mein guter Schmied. Und da habe ich dann mit dem Großstück Wien geschoben und unter jeder Straßenecke hat sie ein Obdachloser begrüßt. Sie war nämlich engagiert damals bei der Caritas, beim Canisibus und ja, und da habe ich auch dann gefragt, ist das eine Sozialaktion, dass sie mit mir da mitgeht oder ist es vielleicht mehr? Und ja, genau. Und sie hat auch gesagt, dass natürlich, dass der Fremd ist, der Körper, die Behinderung. Und ja, wir haben sehr viel geredet und auseinandergesetzt. Und das war sehr wichtig und eine gute Basis für eine langjährige Beziehung. Wir sind jetzt schon, genau, wir sind schon einige Jahre verheiratet, nämlich 28 Jahre. Das ist doch schon, das, ja, in der heutigen Zeit schon fast eine Seltenheit. Wir haben zwei Kinder, wir haben uns Kinder gewünscht, es hat aber nicht funktioniert, dass wir eigene Kinder bekommen. Wir haben uns überlegt, wollen wir so in vitro Fertilisation und so machen. Aber wir wollten das nicht den Ärzten übergeben. Wir haben unser Gottvertrauen in das Jugendamt gesetzt. Und wir haben die Katharina adoptiert. Drei Tagen bekommen. War die erste anonyme Geburt in Wien. Und unser Sohn, der Bösch, ist ein Pflegekind. Genau. Wir haben auch mit der Katharina eine ganze Liste von Namen gehabt, die wir dem Kind geben können. Und ein Name war auch Katharina dabei. Und es war eine, wie gesagt, eine anonyme Geburt und auf ja, und die im Krankenhaus fällt ein Kind auf, das wo der Name nicht draufsteht. Also da gibt es viele Gitterbettchen mit Namen und die Krankenschwestern haben sich dann einen Namen ausgedacht, Katharina auch, und wie sie es reingeschoben haben, haben wir gewusst. Und das also ist auch von oben gegeben, der Name Katharina. Und ja, sind heute sehr glücklich miteinander. Was man daraus lernen kann oder was ich für mich gelernt habe, ist, an das Leben glauben, dass man mit Zuversicht an
Dinge rangeht, dass man auch dafür kämpft, dass man nicht immer einfach die Jude zu gewinnen. Oder bei der Adoption haben wir auch 4 Jahre gewartet und haben nicht gewusst, wie das überhaupt funktionieren kann. Können Eltern, wo ein Elternteil behindert ist, überhaupt ein Kind bekommen? Es hat alles funktioniert. Also, wir haben braucht auch eine Beharrlichkeit. Was war noch als Gutes aufgeschrieben? Lösungsorientierte Sicht, Herausforderungen annehmen, ja, Schwierigkeiten annehmen. Genau. Also Herausforderungen, also nicht an Hindernissen scheitern, sondern die Herausforderungen annehmen, die einem das Leben auch stellt. Genau. So, wieder ein Text. Ja. Würde ich jetzt kurz eine Geschichte oder einen Text aus einem Buch vom Franzose vorlesen? Muss es denn gleich Liebe sein? Am Anfang war die Begegnung. Welch weitreichende Folgen sie haben sollte, wusste ich damals noch nicht. Unausgeschlafen war ich, abgehetzt und ein wenig grantig, da ich noch an so einer Sitzung teilnehmen sollte. Eine Aktionswoche zum Thema Behinderung an der Universität Wien war geplant. Ich als behinderter Autor sollte Gedichte und Geschichten von mir dort vorlesen. Eine nette Idee, fand ich. Nur dies lange zu diskutieren erschien mir mühselig. An der Sitzung hatte ich nur ein Interesse, das mich kommen hatte lassen. Eine gewisse Judith von der österreichischen Hochschülerschaft sollte teilnehmen. Auf sie war ich aufgrund einer kleinen Vorgeschichte sehr gespannt. Sie hatte von mir gehört bzw. gelesen und hatte mich angerufen. Ihr Begehr, sie wollte in einer Zeitung für Obdachlose ein Gedicht von mir abdrucken. Ich hatte nichts dagegen, aber so kam ihr Einwand, es sollte in meiner Handschrift abgedruckt werden. Und dies musste schnell passieren. Ich bot ihr an, ein Fax zu schicken. Das Problem war aber, dass ich kein Gedichtebuch von mir zu Hause hatte und auswendig habe ich noch nie ein Gedicht von mir gekonnt. Darauf sie keck, aber ich kenne mein Lieblingsgedicht von dir auswendig. Schluck, ein wirklicher Fan. Natürlich machte ich die Probe aufs Exempel. Und tatsächlich, Judith kannte das Gedicht Warum ich auswendig. Ich war davon so fasziniert, dass ich beschloss, diese Frau näher kennenzulernen. Genau. Es hat sich dabei herausgestellt, also sie hat das Gedicht so stotternd vorgetragen und genau und so fasziniert, sie kann das Gedicht auswendig. Sie hat aber später gestanden, dass sie das Gedicht quasi liegen hat. Aber es hat gut gespielt. Ja. Ich habe also in Frankfurt studiert, Germanistik und Medienkommunikation. Habe dann einen Job gesucht und aber in Wien ist das, habe ich mehr Möglichkeiten. Bin nach Wien gegangen und war die Judith, genau. Und ich habe dann im Unterrichtsministerium einen Job bekommen. Ich habe dann Medienpädagogik, habe ein Schülerradio gemacht, uns aufgebaut. Das genau, war auch nicht so einfach durchzusetzen. Ich gerade die Staatsministerium ein Schülerradio machen. Und aber ich habe es dann eben machen können. Und 2002, also ich habe mich so also behindertpolitisch engagiert. Für die Elternbewegung habe ich für schulische Inklusion gekämpft und demonstriert. Und so. Und ich habe 2002 habe ich einen Anruf bekommen und wurde eingeladen zu kandidieren für Nationalrat für die ÖVP.
Habe ich damit sehr überrascht, jetzt habe ich dir Wolfgang Schüssel, dann bist du Bundeskanzler eingeladen. Und das war der Vorschlag der Maria Rauch-Kallert, die selbst ein blindes Kind hat, die gemeint hat, das kann sich mehr, mehr bewegen in der Politik, wenn Menschen behindern selbst im Club tätig sind. Und ja, das war eine schwere Entscheidung. Meine Maria Callert habe ich gekannt. Ich hatte einmal eine Auseinandersetzung mit ihr und das daraus hat sich dann aber immer wieder gefragt als Berater. Und ja, und ich habe dann das Wagnis gewagt, bin in die Politik. Im Nationalrat. Es war eine spannende Zeit. Ich glaube, für die anderen Abgeordneten auch so zu lernen, Politiker tun die keine Hände schütteln, so am Anfang mit der Hand hingestreckt, aber keine Antwort bekommen. Und genau, zum Beispiel, oder genau, sie lernt, auf die Schultern zu klopfen, kollegial. Oder meine leise Stimme. Es war auch faszinierend, weil im Parlament, im Plenarsaal, wo immer viel geschrien und gerufen wird, da weiß ich, man muss was entstehen. Wenn ich mit leiser Stimme geredet habe, weil sie wissen wollten, was will er uns sagen. Und ja, also diese Langsamkeit, die schwache Stille, oder die nicht so starke Stimme, hat dann auch für eine, wie soll ich sagen, eine Unterbrechung des Alltags gesorgt, irritiert und dazu geführt, dass mir zugehört wurde, als dazwischen gerufen. Genau. Ja, ich habe dann auch einiges bewirken können. Behindertengleichstellungsgesetz oder die Anerkennung der Gebärdensprache, was das Spiel gar nicht so einfach war, weil es war ein großes Anliegen, dass die Gebärdensprache auch in die Verfassung kommt als Minderheitensprache. Das war aber 2002 eine ganz andere Sichtweise, weil gesagt worden ist, das ist keine Sprache, das ist nur eine Rumfuchtelei. In der Schule gehört, dass die Kinder nicht Gebärdensprache sprechen dürfen, weil sie so nicht abgelenkt werden von der Lautsprache, die sie lernen müssen. Also gehört, dass Menschen hören sich selbst nicht, hören auch die eigene Stimme nicht. Und dadurch können sie die Stimme nicht kontrollieren. Und da wird das so gelernt, dass sie mit den Fingern auf den Kehlkopf greifen und durch die Schwingungen, also vom Lehrer, muss sie das spüren und versuche sie das nachzuahmen und dann könnte sie auch ein bisschen sprechen. Und ja, das ist halt sehr mühsam, aber nicht ihre Sprache und auch sehr eingeschränkt. Ja, aber es war ein No-Go, also alle haben gesagt, es geht nicht, Gebärdensprache ist keine Sprache. Und wie gesagt, ja, ich möchte, dass alle meine Reden in Gebärdensprache übersetzt werden. Und genau, und das ist dann auch, hat auch der Nationalratspräsident zugestimmt. Ich habe es selbst bezahlt, die Dolmetscher. Und ja, und dann habe ich so einen kleinen Gebärdensprachkurs für Abgeordnete eingeführt, immer am Ende der Rede. Zum Beispiel so, also Wörter, die gerade aktuell waren, zum Beispiel,
Behindertengleichstellungsgesetz oder Begleitgesetz oder Sondersitzung oder die Farbe der Politiker oder die Namen von Politikern, zum Beispiel Kohl, was ein Kohlkopf, die Gebärde oder Schüssel, was ein Marschall, Pilz, was ein Schwammerl, und da habe ich gefragt, die Dolmetscherin, ist das jetzt ein Eierschwammerl oder ein Giftpilz? Da haben die Grünen rausgerufen, ja, das wissen wir selbst nicht. Und das hat auch für Wahr gesorgt, man hat gesehen, man kann alles sagen, man kann alles übersetzen in Gebärdensprache. Und es ist eine Sprache, die auch Humor hat und dadurch für Bewusstsein gesorgt. Und dann ist auch gelungen, dass ein Unterausschuss im Verfassungsausschuss eingesetzt worden ist. Und dann wurde 2005 wurde die österreichische Gebärdensprache schon als im Verfassungsrang als Minderheitensprache anerkannt. Also eben vor 3 Jahren, ja, da konsequent, wenn er ihn gehalten hat, hat funktioniert. Genau. Er zeigt uns, dass man auch beständig und auch mit Humor halt um die Sache rangehen soll. Wie ins Parlament gekommen bin, ist es mir aber gesundheitlich so schlecht gegangen. Ich habe dann meine Hände nicht mehr bewegen können, mir vorher noch aufzuschreiben oder am Computer meine Texte geschrieben. Ich war sehr müde, sehr schwach. Die Stimme wurde immer leiser. Ich habe auch so muss ich sagen, so Bronchitis immer wieder gehabt, extrem verschleimt, bin während auch so Cortison-Therapie bekommen, und zwischen den Abstimmungen habe ich so eine Couch gehabt, in meinem Büro, wo ich liegen habe können, zwischendurch was so Methoden gehabt, wo das Stente mich über die Knie legt und dann so Rücken ausklopft, das Schleim rauskommt. Genau. Aber ja, dann ist es immer schlimmer geworden. Also das hat sich ziemlich gesteigert, bis ich nach dem Frühstück schon wieder so müde war, dass ich wieder hinlegen habe müssen. Und dann einmal sollte ich vielleicht doch ein bisschen ins Krankenhaus fahren. Und was ich immer vermieden habe. Und ich habe halt festgestellt, dass das Zwerchfell schon schwach geworden ist und ich zu wenig Luft bekommen durch den Luftmangel. Auch die Lungen nicht mehr richtig beatmet worden ist und dadurch immer wieder Bronchitis der Fall war. Und ja, und das war so schleichend, das habe ich eigentlich gar nicht bemerkt. Und ja, im Krankenhaus wurde meine Frau gefragt, ja, will der überhaupt noch leben? Also wir waren geschockt, aber diese Frage, aber es ist klar, aus medizinischer Sicht, da kommt jemand, der Arme und Beine gelähmt hat, der sich nicht bewegen kann, der völlig abgemagert ist, durch die Schluckbeschwerden, weil er nicht gut ernährt worden ist, also nicht essen hat können, der nicht atmen kann oder ganz schwach, der für die Stimme leise ist. Da fragt man sich natürlich, will der überhaupt noch leben? Und aber
Ich habe dann eine Patientenverfügung, wollte sie machen. Ich glaube, wir haben eben zuvor im Parlament haben, wurde das beschlossen, die Patientenverfügung, dass es wurde gesetzlich geregelt. Es war eine relativ einfache Abstimmung, die eigene Patientenverfügung zu machen, war nicht so einfach. Aber ja, ich habe klar geäußert, ich möchte leben, die Ärzte sollen alles machen medizinisch, was möglich ist, dass ich weiterleben kann, da ich auch gerne lebe. Und der zweite Wunsch war, dass ich, wenn möglich, wieder nach Hause komme zu meiner Familie. Und der dritte Wunsch ist, wenn es geht, dann möchte ich auch wieder arbeiten können. Und ja, also wie du gewohnt hast, ist auch alles in Erfüllung gegangen. Es war eine schwere Zeit, dass ich bin in künstlichen Tiefschlaf. Also ich habe das Bewusstsein verloren, bin in künstlichen Tiefschlaf gesetzt worden. Ich habe so ein Bild aufgewacht mit so einer Beatmungskanüle, bin künstlich beatmet worden. Für mich war das ja, das Schwierigste, mit einer Maschine zu leben, von einer Maschine abhängig zu sein. Da gibt es ein Gedicht dazu, glaube ich. Das Gedicht heißt Die Maschine. Das hat der Franzose geschrieben. Leise schnurrt sie neben mir. Ich atme, sie heult auf. Ich atme aus, sie schnurrt friedlich. Ich spreche, sie heult und zischt. Ich rede schneller, ihr Heulen überschlägt sich. Ich schreie, sie schreit schrill piepsend mit. Ich halte den Atem an. Sie stößt Luft in mich hinein. Ich beruhige mich. Leise schnurrt sie vor sich hin. Sie lebt durch mich und ich lebe durch sie. Ich muss vielleicht eine Geschichte erzählen, wie ich künstlichen Tiefschlaf war, oder ich jetzt mal bin. Ich gehe in eine Messe, in die Caritas-Messe. Und genau, und da habe ich sie dann, weil ich nicht in die Messe gekommen bin, der Frau gesagt, dass ich im Krankenhaus bin, dass ich künstlichen Tiefschlaf versetzt bin. Und genau, und dann ist der Pfarrer, der Thomas Kobeni, kennt vielleicht jemand von Ihnen, genau, der ist ins Krankenhaus gekommen mit seiner Gitarre. Und genau, und hat Lieder vorgespielt. Und genau, und so gesungen und jeder vorgespielt. Und meine Frau ist dann angesprochen worden, dass da immer einer kommt und mit Gitarre sich zu meinem Bett setzt und Lieder singt. Und das ist ganz schwierig. Er möge bitte nicht mehr kommen, weil sie müssen mich immer mehr so sondieren, sag mal, sedieren, sie müssen mehr Schlafmittel geben, weil ich dann immer aufwache. Ja. Genau. Das war ganz lustig. Aber es ist weitergekommen und ja, es war auch sehr schön. Es war auch für mich ein großer Halt, meine Familie, dass Judith immer gekommen ist, jeden Tag, dass sie da war, das war ein Strohhalm. Aber ich war schon ziemlich auch verzweifelt. Und die Katharina, meine Tochter, ist gekommen.
Und ja, also dieses dieser Halt, den ich da bekommen habe, das war ganz wichtig. Ich habe auch im Tiefschlaf hat sie mir Harry Potter CDs vorgespielt, und die ich zuvor gehört habe. Genau, das war super. Ja, wie ich entlassen worden bin, hat meine Tochter gesagt, ja, super, der Papa kommt wieder nach Hause. Die Katharina war dann bis 4 Jahre alt. Und dann ziehst du ihm das Röhrle aus dem Hals und dann ist er wieder der alte Papa. Also sie war so Krankenhaus, da geht man hin, wird geheilt, kommt dann wieder heim. Und dann hat er gesagt, ja, das geht aber nicht. Und aber ist jetzt darauf bestanden und da bin ich heimgekommen, natürlich mit der Atemkanüle, mit dem Röhrle im Hals. Und zwar ganz, ganz frustriert, ganz, ganz enttäuscht. Genau. Aber ich habe sind in die Kirche gegangen und sie gesagt, ja, das ist doch eine, weil sie wollte nicht mitgehen mit dem behinderten Papa, also mit dem Bruder im Schlauch. Und da habe ich gesagt, ja, du bist mal den Rollstuhl aber auch abdecken. Hat sie gesagt, warum? Also der Rollstuhl war für sie ganz was Normales, aber das war was Neues, die Atemkanüle. Aber ich habe dann mit den Lieder gesungen. Und da war es wieder begeistert, da habe ich wieder singen können. Ich habe wieder eine lautere Stimme gehabt. Und so hat sich auch wieder versöhnt damit. Genau. Damit, also die Konklusion ist, ja, das habe ich gemerkt, dass das Leben schon das Wichtigste ist im Leben quasi. Das Leben, das höchste Gut ist, das ist, was man hat. Und viele Menschen, die mich begegnen, sagen ja so, oh, so möchte ich nicht leben. Da will ich mir lieber das Leben nehmen, als einen Schlauch gehängt zu sein, aber ich muss sagen, ich bin froh darüber, das Leben zu dürfen. Es ist ein gutes Leben. Ich lebe jetzt schon 18 Jahre mit dem Beatmungsgerät, aber auch tolle Menschen kennengelernt. Ich bin von tollen Menschen umgeben. Und für ein glückliches Leben, also vielleicht ein glücklicheres als so manch anderer Mensch. Und ja, also ich habe mich damals auch dagegen entscheiden können bei der Patientenverfügung, aber da hätte ich viel verpasst. Und vielleicht die Welt auch. Ja. Mit dem, also. Jeden Fall habe ich das. Ja, noch eine gute. Das Weihnachtswunder. Ja, genau, das kommt wieder ein Tick. Oder haben Sie eine Frage zwischendurch? Oder wie lange haben wir noch Zeit für? Halbe Stunde. Wollen Sie was hören überhaupt? Ja. Was haben Sie? Was muss jetzt für einen Text? Das Weihnachtswunder. Das war immer so. Ja. Ja.
Text heißt das Weihnachtswunder. Weihnachten 2006. Alle Jahre wieder versammelte sich die Familie unter dem Christbaum. Es war wie immer und doch ganz anders. Mein Schwiegervater Hans Marthe brachte es in den persönlichen Worten nach der Weihnachtsgeschichte auf den Punkt. Dass wir alle hier sind, ist ein Weihnachtswunder. Meine Frau Judith hielt mir die Hand. Wochenlang hatte sie um mein Leben gezittert, als ich im Tiefschlaf im Krankenhaus am Rosenhügel lag. Täglich hatte sie mich zweimal besucht, hatte mit mir geredet, mir vertraute Harry Potter CDs vorgespielt, Briefe vorgelesen, aufmunternde Worte zugeflüstert. Gemeinsam führten wir den Kampf ums Überleben, ich in meinen Träumen, sie am Bett sitzend, mich streichelnd. Jetzt, 4 Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, hatten sich meine Schluckkünste wieder etwas verbessert. Ich durfte ein Lammkotelett verspeisen, was mir beim Festessen anlässlich meiner Rückkehr nach Hause streng untersagt war. Allerdings gab es Lammkotelett püriert, eine besondere Delikatesse. Judith gab mir Löffel für Löffel die köstliche Speise. Ohne Judith, so war ich mir sicher, wäre ich nicht mehr auf der Welt. Für sie wollte ich weiterleben und führte einen Kampf gegen die Maschinen, die Bakterien, die Entzündungsherde. Dass wir uns kennengelernt hatten, mag Zufall, Bestimmung oder Gottesfügung gewesen sein. Am ehesten glaube ich an Letzteres, da ich als Jugendliche jeden Abend vor dem Einschlafen zu Gott betete. Bitte lass mich die Frau kennenlernen, die zu mir passt. Ich lebte im Glauben, dass es auf dieser großen Welt zumindest eine Frau geben muss, die für mich vorbestimmt war. Und wenn es eine war, dann Judith. Denn sie sagt selbst, dass sie jetzt endlich weiß, warum sie als Jugendliche beinahe täglich auf dem Fender gekraxelt ist. Ihren durchtrainierten Körper kann sie jetzt bei meiner Pflege einsetzen. Überhaupt sei ich ihr bestes Sportgerät. Sie besitzt auch ein außerordentliches Talent im Reparieren von Rollstühlen und ist in dieser technischen Begabung sehr erfindungsreich. Diese Künste schärfte sie als Jugendliche, indem sie in Moskau lebend russische Lifte reparierte. Wer es schaffte, diese desolaten Geräte wieder instand zu setzen, für den ist die Reparatur eines Rollstuhls ein Kinderspiel. Obgleich diese Talente in der Bewältigung des Alltags sehr nützlich sind, liebe ich Judith nicht deshalb, sondern wegen ihres Humors, ihrer Verständnisfähigkeit, ihres Engagements, ihrer Kinder- und Menschenliebe. Und überhaupt ist Judith der tollste Mensch, den ich mir an meiner Seite vorstellen kann. Als wir uns vor 13 Jahren kennenlernten, war ich zwar behindert, aber es war nicht absehbar, wie der Gesundheitsverlauf sein wird. Damals saß ich zwar im Rollstuhl, aber war mit meinem Auto völlig mobil. Heute kann ich weder Auto fahren, noch alleine essen, noch Zähne putzen. Auch wenn mich etwas im Gesicht juckt, kann ich mich nicht alleine kratzen. Jede Bewegung meines Körpers muss von einer anderen Person ausgeführt werden. Judith nahm diese Verschlechterungen als Selbstverständnis hin, klagte nie und hielt auch in den schlechten Stunden zu mir. Wir hatten allerdings sehr schöne Zeiten, waren auf Reisen quer durch Europa, kochten gemeinsam und erfreuten uns an unserer Tochter Katharina. Gemeinsam prägten wir auch wesentlich die österreichische Behindertenpolitik, ich im Parlament als Abgeordneter, sie bescheiden im Hintergrund. Wenn ich nicht weiter wusste, konnte ich auf Judiths Erfahrungen, die sie in den Ministerbüros gesammelt hatte, zurückgreifen. Nach den Lammkoteletts wurden die heiß ersehnten Kekse von Marie-Louise serviert. Ich durfte keine Kekse essen, da die Gefahr, dass Brösel in die Lunge kommen, zu groß war. Marie-Louise erzählte vom Zusammenhalt der Familie. Wir sahen, dass Judith es nicht alleine schaffen würde. Da halfen alle mit, bei jedem Krankenhausbesuch war Judith in Begleitung von Nicole, Boris, Hans oder mir selbst. Nicole, Judiths Schwester, berichtete von einem Erlebnis, während ich im Krankenhaus lag. Ich sah Judith die Rampe raufkommen. Sie ging ganz langsam, den Kopf tief gesenkt. Da wusste ich, etwas Schlimmes ist mit Franz Josef geschehen. Judith war damals völlig fertig. Sie weinte. Der Franz Josef will nicht mehr leben. In der Aufwachphase, nach dem Tiefschlaf, hatte ich ihr immer zu verstehen gegeben, dass ich hier weg wolle, dass ich die Schläuche im Hals ablehne, dass ich so nicht weiterleben wollte. Judith dachte, jetzt ist alles aus. Aber das Leben ging weiter und desto mehr ich wach und wieder ich selbst wurde, desto mehr erwachte mein Lebenswille. In der Nacht ging es gemeinsam in die Mitternachtsmette. Jedes Jahr zelebrierte der Pfarrer der Caritas-Gemeinde Thomas Kopeny und Kardinal Schönborn gemeinsam die Messe. Wir hatten die Lage vorsondiert. Es gab beim Eingang 2 Stufen. Dieses Hindernis wurde mit einer ausgeliehenen Rampe überwunden. Da eine Messe sehr lang dauerte, benötigte ich auch Strom für die Erwärmung und Befeuchtung meiner Atmung.
und einen Raum, in den wir uns notfalls zurückziehen können zum Absaugen von Schleim, falls die Atemkanüle verstopfte. Hanni hatte uns einen Platz reserviert. Sie ist ein Mitglied der Caritas-Gemeinde. Als sie einen Monat zuvor erfuhr, dass ich plötzlich ins Krankenhaus musste und es mir sehr schlecht ging, setzte sie alle Hebel in Bewegung, dass der Pfarrer davon in Kenntnis gesetzt wurde. Nachts lief sie von einem Caritas-Heim zum nächsten, um ihn zu finden, und erst beim vierten Caritas-Haus hatte sie Glück. Pfarrer Kopene meldete sich sofort telefonisch bei Judith und stand ihr mit Rat und Tat zur Seite. Eine wichtige moralische Unterstützung war auch, dass die Kirchengemeinde bei jeder Sonntagsmesse an mich dachte. So gab es bei der Messe am Heiligen Abend großen Applaus, dass ich wieder da war. Vor allem hatte ich mit meinem Kommen ein Versprechen eingelöst. Denn als ich im Oktober im Otto-Wagner-Spital lag, besuchte mich der Kardinal. Er war zufällig im Spital, um ein neues Schlaflabor einzuweihen, als er erfuhr, dass ich stationär aufgenommen worden war. Kam er sofort an mein Bett. Ich konnte damals kaum reden und Judith übersetzte meine schwer verständlichen Worte. Wir sehen uns bei der Messe am Heiligen Abend wieder. Judith blickte die Oberärztin fragend an. Diese lächelte und nickte mit dem Kopf. Das könnte sich ausgehen. Es ist sich ausgegangen. Spät in der Weihnachtsnacht, ich lag schon im Bett und Judith machte die Stomapflege, erzählte ich Judith von meinen dunklen Träumen während des Tiefschlafs. Verfolgt wurde ich, man trachtete mir nach dem Leben. Ich wollte leben und wusste, dass ich bis 16 Uhr durchhalten muss, denn dann kommt Judith. An sie glaubte ich, für sie wollte ich leben. In der Politik als Abgeordneter war immer auch, auch immer wichtig, so eine Haltung zu haben, begrifflich soziale Werte einzustehen und dafür zu kämpfen. Ich war nicht der Behindertensprecher, ich war dann Sprecher für Entwicklungszusammenarbeit, ich mich auch eingesetzt habe für Länder des globalen Südens, dass da besser geht, aber auch für Menschen mit Behinderungen, die in anderen Ländern leben, denen es nicht so gut geht wie bei uns, immer auch eingesetzt dafür, dass ein Bruder, der sterben wollte, das ging damals durch alle Zeitungen, dass er auch ein Beatmungsgerät bekommt und hat es wirklich bekommen. Und es war einfach da, erzählt, er ist den ganzen Tag im Bett gelegen. Er hat ein großes Beatmungsgerät gehabt, hat nicht unterwegs sein können. Und ich habe ihn damals gefragt, was müsste passieren, damit du wieder leben möchtest. Und er hat gesagt, ja, ein Elektrorollstuhl, ein kleines Beatmungsgerät und persönliche Assistenz. Da kann ich wieder unterwegs sein, dann kann ich wieder studieren. Und das ist möglich geworden. Und dann war auch sein Wunsch zu sterben weg. Und er hat dann gearbeitet in einem sozialen Einrichtung in Polen, wo auch andere Menschen beraten hat für das Leben. Und da sieht man, dass dieser Wunsch, wenn jemand sagt, ich möchte nicht mehr leben, dann heißt das die Wahrheit, ich möchte so nicht mehr leben. Und ist der falsche Weg, wenn man den Menschen einfach sagt, du wirst dich überleben. Okay, da hast du das Giftmittel. Nimm dir das Leben, dann geht's. Dann hast du den Wunsch erfüllt. Das ist der falsche Weg. Es geht darum, hinzuhören, neue Wege zu suchen, neue Perspektiven zu öffnen, die Schmerzen zu nehmen. Dann erwacht auch der Lebenswille, dass man auch nicht allein ist. Und ich habe immer dafür gekämpft, im Sterbebegleitung statt Sterbehilfe. Und es war dann so eine Enquete,
Kommission, wo dann auch beschlossen worden ist, dass man Hospiz und Palliativmedizin aus weiter weg ausbaut. Ich kann mich erinnern an einen Justizausschuss, wo das auch wieder Thema war und wo dann gesagt worden ist, durch die Justizsprecherin, das geleitet hat die Sitzung, na, solange der Hohe nicht im Parlament ist, können wir die Sterbehilfe nicht beschließen. 2017 habe ich dann aufgehört im Parlament und dann ist das beschlossen worden. Genau. Aber zum Glück in einer Form, die noch sehr eingeschränkt ist, aber trotzdem ist es der erste Schritt, der Türöffner und deswegen auch abzulehnen. Weil das Gesetz, wie lautet das? Sterbeverfügungsgesetz. Ja. Soll ich die Begriffe vorlesen? Hm. Ja, es gibt die Begriffsbestimmungen beim Sterbeverfügungsgesetz. Der Begriff Sterbeverfügung bedeutet eine Willenserklärung, mit der eine sterbewillige Person ihren dauerhaften, freien und selbstbestimmten Entschluss festhält, ihr Leben selbst zu beenden. Sterbewillige Person bedeutet eine Person, die ihr Leben selbst beenden will. Hilfeleistende Person ist eine volljährige und entscheidungsfähige Person, die bereit ist, die sterbewillige Person bei der Durchführung der lebensbeendenden Maßnahmen zu unterstützen. Hilfeleistung ist die physische Unterstützung der sterbewilligen Person bei der Durchführung lebensbeendender Maßnahmen. Die ärztliche Aufklärung oder die Mitwirkung an der Errichtung einer Sterbeverfügung ist keine Hilfeleistung. Ein Präparat ist eine für die sterbewillige Person tödliche Dosis Natriumpentobarbital oder ein anderes durch Verordnung gemäß § 11 Absatz 6 festgelegtes Mittel, das in entsprechender Dosis das Leben beendet. Ja. Aber was vielleicht weitergeben kann, das Leben ist wichtig und schön. Man sollte es genießen, sollte sich auch einsetzen für andere. Ziviles Engagement, geteilte Freude ist, doppelte Freude. Und dass man einfach Schwierigkeiten annimmt, raus als Herausforderungen sieht und nicht nur klagt an Problemen, sondern schaut, wie kann ich das lösen, wie kann ich neue Wege gehen. Und ja, das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte. Und an Gott glauben und im Gott vertrauen leben. Das ist auch etwas Schönes und Wichtiges. Und ein Gedicht haben wir noch zum Schluss, wenn Sie noch Geduld haben. Das Gedicht, das ich beim Abschluss meiner Abschiedsrede im Parlament gelesen habe. Genau. Gott und die Welt. Als Kind waren meine Beine plötzlich gelähmt. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: Ich nehme dir die Kraft der Beine und schenke dir die Langsamkeit. So entdeckte ich eine neue Welt, langsam auf den Boden kriechend. Als Jugendlicher konnte ich plötzlich nicht mehr mit Krücken gehen. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: Ich nehme dir die Kraft in den Armen und schenke dir dafür Witz und Ironie. So entdeckte ich im Rollstuhl eine neue Welt und brachte auf der Kabarettbühne die Leute zum Lachen. Jahre später konnte ich weder Arme noch Beine bewegen. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: Desto weniger du dich bewegst, desto mehr bewegst du. So begann ich, die Welt ein wenig zu verändern und wurde Politiker. Heute kann ich nicht mehr ohne Maschine atmen. Ich weinte und verstand Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach Gott: Ich nehme dir die Lungenkraft und schenke dir einen langen Atem, um für die Würde des Lebens zu kämpfen.